Zwei Charaktere aus Fighting Games. Und ich rede dann nicht von Smash, sondern Tekken und King of Fighters. Terry und Kazuya. Mal schauen, wer hier die besten, das beste Combo-Game hat. Darauf wird es wahrscheinlich am ehesten hinauslaufen. Vielleicht aber auch teilweise einfach auf die Raw Smashes. Ich bin gespannt. Beides DLC-Charaktere, beide mit ja, miesen Kombos, verrückten Moves generell, Moves, die nicht wirklich Smash-mäßig sind, eben aus ihren Games mit den Half-Circle-Inputs und allem möglichen. Hier haben wir eine Comeback-Mechanik gesehen, die auch beide besitzen. Und wir haben Shield Break, F-Smash und es ist wieder even. Wir laden den extra lange auf, einfach weil wir können. Und es ist komplett even. Gut. In der Pause hier, also zwischen den Games, werde ich auf jeden Fall einmal versuchen, das nächste Set an den Start zu bekommen. Wenn das Larius und Schnatterli sein sollte, würde ich mich auf jeden Fall freuen. So, okay. Also es bleibt eigentlich ziemlich even, nur dass Fred Fauli hier gerade Stage Control hat. Geht nicht offstage, es wird also F-Situation schön gespiked, sauber. Und hier die Lead für Fred Fauli. Das war ein wilder Grab gerade. Strong. Ich weiß noch nicht mal, wie dieser Move heißt. Ich kann mir diese ganzen 1000 Moves von ihm nicht merken. Oh, aber schön. Schön, einfach 70% reingekombot. Und auf einmal sieht das hier ganz anders aus. Kalinki. Oh, okay. Oh, gerade noch rangekommen tatsächlich. Hätte ich nicht erwartet. Aber gerade noch so mit dem Schnürsenkel. Ja, wenn ich nur wüsste, wie diese ganzen Moves von Terry heißen. Nicht von Terry. Oh, Buster Wolf. Okay, ja, jetzt hier wieder die nächste Comeback-Mechanik, und zwar Go. Go-Modus. Und er wird ja auch schon fleißig benutzt. Man merkt schon so ein bisschen, ne? Super strong einfach. Der Power Gazer. Oh, aber der Up-Smash mit dem Turnaround, den diese Charaktere aus Fighting Games haben. Koma-Faust. Ist so. Ja. Bin ich irgendwie dunkel? Bin ich so dunkel? Genau. Ich werde einmal schnell die nächste Begegnung vereinbaren. Gleich wieder da. Aber ja, geht hier währenddessen schon weiter. So, 30 Sekunden verpasst und wir sind hier schon, schon weit im ersten Stock. Aber beide noch am Leben, 130%. Nur noch eine von den Go-Mechanics ist aktiv. Oh, wow, was ist denn da passiert gerade? Ist vielleicht irgendwie ein Bär auf Fred Faulich gefallen oder so? Ich weiß nicht, was da passiert ist gerade. Auf einmal, boom, schnell wie möglich runter. Und dann im letzten Moment doch noch überlegst, nee, ich will eigentlich gar nicht erst den. Aber dann doch erst den. Und, okay. Down tilt, into jab, jab, into jab. Das, hätte man, oh, schön, Dash Attack, okay, bei 200%. Es bleibt even. Hätte man auf jeden Fall jab, jab, into die Up-B von Terry machen können.
Ich glaube, so ziemlich alles hätte da gekillt. Außer, oh, schöner Down Smash. Ein ganzer Stock Elite jetzt hier für Kalinki. Außer der, ich glaube, die Side B. Side B von Terry kommt nicht aus dem Jab, nur aus dem Down-Tilt. Okay. Hier die Custom-Kombos von Kalinki. Ja, ich habe Schnatterli und Larius auf jeden Fall Bescheid gesagt, dass die als nächstes drankommen. Mal schauen, ob Split Faulich das hier noch zurückholen kann. Wild, wie sich die Downbees immer drehen. Persönlich auch ein Spieler, der mit diesen komischen Snapback-Dingern und so Probleme hat. Das passiert mal permanent. Das ist wild. Da muss ich mir auf jeden Fall mal angucken, wie man das mit dem Modden macht. Das ist bestimmt irgendwas, was ich selbst machen kann. Aber ich glaube, da muss man schon ein bisschen mehr machen als beim... Oh! Als normalerweise so Standard-Sachen beim GameCube-Controller. Und der Upsmash. Schöner Punish, out of shield. Und das ist das 2:0 für Kalinki.